Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA 5. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode. In der letzten Folge haben wir uns hier in Los Santos mit dem guten Trevor eingenistet, ja. Und haben natürlich ein bisschen geguckt, welche Grafikmods wir jetzt installiert haben und so weiter. Ich bin vollkommen zufrieden. Es läuft flüssig wie Butter und ich hoffe, ihr seht das inzwischen auch. Wir nehmen ja mit Elgato auf. Und wir befinden uns heute im bewölkten Los Santos. Ja, es ist einiges los auf den Straßen. Und der Trevor, der hat heute Lust, mal eine neue Karre sich zu borgen. Ein ganz bestimmtes Auto, weil der BMW E8 hat nicht so zu ihm gepasst, ja. Das ist eher so, ich würde sagen, die Masche von guten Franklin oder vielleicht auch noch von Michael. Der Trevor braucht etwas, was ganz, ganz besonders ist. Oh. Für einen Hubschrauber, ich sehe keinen. Deswegen hat sich der Trevor dazu entschieden, sich eine G-Klasse mal zu stibitzen, die jetzt glücklicherweise am West Pucci Beach rumsteht. Ja, und wir gucken mal. Sag mal, kann ich mir eigentlich in GTA 5, das habe ich noch nie ausprobiert, einen Hotdog kaufen? Oder einen Burger? Yo pensaba que estaba mal. Wow. Nö. Schade, das ging sogar in GTA 4. Oh, baby, look at this beautiful car here. Ja. V12 Motor. Mercedes-Benz AMG. Geil. Mit dem fahren wir jetzt, glaube ich, eine Runde mal, oder? G65, G-Klasse. Und ich rufe mal rein. Extravagant. Extravagant. Sexy. Sexy, sexy, sexy. Sehr schönes Auto. Damit machen wir ja heute ein bisschen Los Santos unsicher. Und werden natürlich auch weiter die Story spielen. Ich werde nochmal sagen, ich werde immer wieder Autos hier in GTA 5 reinzwiebeln, ja. Und auch noch weitere Mods. Auch LSPDFR wird jetzt bald wieder kommen. Keine Sorge, auch GTA Online kommt wieder. Also die ganzen alten Dinger werden wieder kommen für die ganzen Leute, die GTA hier damals den Channel, oder aufgrund von GTA auf den Channel gekommen sind, dürfen sich auf Content freuen, warum sie diesen Kanal überhaupt abonniert haben. Holy, die Wald, wir kommen da oben die Werbung. Okay, Veteran Bro. So, und heute wird's geil. Wir müssen jetzt Michael treffen. Ich markiere mit dem mal auf der Karte. Michael Townley. Oder Michael De Santa, so wie er sich nennt. So, dann fahren wir mal darüber. Ja. Und das ist natürlich ein ganz anderes GTA 5, als einige das kennen. Und ich würde mich freuen natürlich, wenn ihr sagt, ey geil, die Folge hat mir gefallen. Ich lasse gerne ein Däumchen da. Oder schreibt gerne auch mal in Kommentare, welches Auto eurer Meinung nach gut zu Trevor passen würde. Oder zu Michael oder zu Franklin. Und dann probieren wir immer wieder was aus. Ja, ich pisse dann mal im Tor. Wow, ho! Wow, man! So! Schön mal ein bisschen auf der Straße rumfahren. Nicht wundern, dass es so gelb ist. Der Trevor hat eine Sonnenbrille auf. Aber der Wagen geht richtig gut. Ich feiere es auch, wie flüssig das Game unter diese Einstellungen läuft. Ich habe, glaube ich, 100 FPS die ganze Zeit. Hey! Nur weil du so teure Porsche-Karre hast, denkst du, kannst du alles machen, oder was? Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich so mega gespannt. Wie wird Michael reagieren? Wir werden es sehen. Okay, es geht los, Leute. You looking for this? No. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Michael. Hey. It's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro? Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out. It was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. That's great. I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda
It is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Nice new tits, by the way. Jimmy, you used to be thinner, but can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabian. Good Lord. Where's Tracy? Where's your sister, Jim? She's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent / skills show. She loves it, you guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ, she's a horrible dancer. Michael! She might disagree with you on that. Jesus Christ, what, now? Now? Where? The Maze Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go, we go get her. We? Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go, come on! Alright. Ich finde das so geil, wie die aufeinandertreffen. Oh man, begib dich zur Maze Bank Arena. Ey, ich habe noch ein geileres Auto. Scheiß auf deine Karre, komm mit. Was? Oh. Genau, ich mal die G-Klasse kommen. Allein wie der den Yoga-Lehrer angeguckt hat, ne? Hey, Mike. What were you doing? I was making myself a juice. Broccoli, raw kale, fish oil. This recipe I got is packed with nutrients, fibers, vitamins. Wenn in mein Auto, and Mann, it don't taste bad. I'll send you the recipe. Ja, immer mit der Ruhe. Oh, da ist anyway, schon eine ganz andere Klasse hier. I'm making it. The blender slips, juice goes everywhere. I'm about to clean it up when I find this bag of grass. Big fucking bag, Jimmy's, right? Okay, just that moment, Amanda comes in, sees me there with. I didn't ask for a blow-by-blow of how you lost your last ounce of masculine pride. I wanted to know what you've been doing for a decade. Easy, T. Don't tease me. Oops. If anyone needs kale, my friend. I'm beyond pale, okay? It's too late for kale, and its magical powers to have any effect on me. Fine. Or yoga, or talk therapy. I'm a crank, cannibalism, an incest kind of guy. Oh, don't worry, T. They'd skip that talk and go straight to shock treatment with your ass. You two chilled out to say my name, you fat slob. You two relaxed, and you laid back Los Santos embarrassment, huh? Is one letter all you can bring yourself to wrap your slothful lips around? Whoa, dude, you do not let the fuck up. I got 10 years worth of venting to do. The let up, my friend, is a long way off. Fine, fine, do what the fuck you want. What? Well, I want to save your daughter from making an ass of herself. Oh, really, man? Really? What is it? Money or a fight? What? What do you come here looking for? I came looking for you. And I found you. Yes, you did. I know who you are, Michael Townley. Oops. You're in a new place with some new friends and some fruity fucking habits, but you're still my running buddy. You can't undo that. Yeah, sure, okay, whatever. Great! This has gotta be it. The Maze Bank. Let's go in. What else? Fame or shame! Okay, let's it's go. It's showtime, kids! You can't park there! Production vehicles only! Trevor, einfach geil. Wie den. Ernsthaft? Ernsthaft? Habt das jetzt? Inne verlappen. Der eine liegt da ausgenockt. What the fuck, Alter? Kann ich jetzt eigentlich auch in Michaels Rolle gehen? Ne, schade. Hä? Das Casting wurde gestört. Ey, was greift der mich dann auch an, Leute? Ihr habt's gesehen, der hat mich einfach angegriffen. Boah, ich komm da hin und der haut mir einfach eins aufs Maul. Weil ich da geparkt hab. Let's find your baby. Oh, Mann. These spaces are reserved for production vehicles.
Da war mal ein anderer NPC steht, ne? Geil. Muss ich erst eins auf die Fresse geben und dann ist die Aufgabe gestört. Hammer. Komm. Alter Mann. Home of the Panic. Miss Bengarina. Come on, you dipshit. Ah, that host, man. He's like any closeted TV presenter. Bitter as fucking vinegar. Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck, screw that. Where the fuck's Laszlo? It doesn't matter. Britney Spears sein? All right. Yeah. That was really good. All right. It's the auditions, Fame or Shame, season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. All right. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and... Trevor? Two dads. Great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. He's got a little show to do here. Okay. 3, 2, 1. All right, it's Fame or Shame for Tracy DeSanta. Music! When I came home last night, you wouldn't make love to me. You went fast asleep. Yeah. You wouldn't even talk to me. Take what your daddy's gave you, honey. I'm so crazy. Ooh, it does. Stuff a 20 in this. Fucking do something about this. That's enough. Oh, I said that's enough. Hey, I got security. Security! What'd you fucking hold say? Come on, big guy. Come on there. No. Fuck. Oh. Ist das geil? Right now, Tracy. Ist das geil? Wieder. Trevor direkt einen Stuhl nimmt. Oh shit. Hallo. They took our ride. We take their truck. There. We take Muss mein Auto. Okay. Raus, du Idiot. I got a deposit on that truck. Michael, komm. Let's get that prick. He took oh mein Gott. Ich hab einen scheiß Anhänger in dran. How can you sit there and watch your daughter get treated like that? Hey, you raise a daughter in this town, you get used to studs. It's poor parenting. Now, thanks for the fucking feedback. It means a lot coming from you. We're gonna flatten his toy car in this Auch kein Mensch, diese Scheiße. Don't you worry. Fucking Laszlo. I knew he was an asshole. Bisschen erledigen? Just push him off the fucking road. Ja, ich geb doch schon Gas, Mann. A battery car. Come on. This ain't exactly a racer. Oh, wie schnell er ist. Oh mein Gott. I saw him. Turn left. Boah. Ey, das war richtig gemein. Das war richtig gemein. Ich muss hier mit einem 40 Tonner fahren und er chillt da mit seinem komischen Look at him. He's on the Toyota Yaris. Ey. Da vorne fährt er. Jetzt reicht's. We can have a little fun with him. Let's not try to kill this prick, all right? When we crush his little toy car, who knows what'll happen to him. Aber die kommen jetzt ganz zu. Hey, take a left up here. I knew this city would be full of douchebags. Can we speed it up a little, huh? Maybe by throwing your fat carcass over the side. Nein! Stromkasten, fahr weg, da du! Mein Gott! Took a right. Hey, ich krieg den halt nicht, der ist viel zu schnell. Look, we went right. Aber jetzt häng ich dir am Arsch, Alter. Can you? 10 fucking minutes in LS. Shut up! That cock's
sucker might be famous, but oh! Komm! Boah, ich will den halt einen Platten schießen, aber... We'll get him! Oh mein Gott! We're sure taking our time about it. Ja, dann fahr doch selber, Michael! Ha, ha! He's going down into the LS River. I can see that. Oh mein Gott, wo fährt der denn jetzt hin? Der fährt in den River? I hate that closeted man whore on the TV. I hate him on the radio. I hate him even more in person. Oh mein Gott, nein! He was never funny. Komm! Oh, shit! Ey, das ist halt voll... Oh, da ist er. The little shit's all out of juice. Er hat's doch geschafft. Jetzt reizt man. Hey, 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 guys. You run out of batteries, huh? I didn't mean anything by it, all right? Oh, yeah? Well, that little girl sat on my lap when she was 2 years old, and I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, huh? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants off. Okay. There you go. I'm all right. What are you doing? Now, I want you to dance sexy, celebrity. Mm-hmm. I mean, I need music or... Are you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. All right, all right. Now drop it like it's hot, all right? I want to see you get nice and low. Come on, lower, lower. Come on. Oh, please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. All right, come on, get off. Take off. Go, now, before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. I'm going home. How the fuck did you do it without me for 9 years, huh? Oh shit. Dave, we need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay, meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. Oh mein Gott, Leute, was eine geile Mission. Wir sind back in Los Santos mit Trevor und wir haben, wer braucht schon einen blablabla. Wir haben Trevor jetzt als Kontakt, aber wir müssen uns jetzt unbedingt mit jemandem treffen, der natürlich, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, beim FIB arbeitet, richtig? Und der kann wiederum gucken, dass er, ja, den guten DeSanta schön im Zeugenschutzprogramm behält. Also ich bin ziemlich gespannt, wie die Geschichte weitergeht und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Und schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Welches Auto wünscht ihr euch denn hier in GTA 5? Und danke, dass ihr alle immer einschaltet und dabei seid. Ja, wenn ihr die nächste Folge noch nicht gesehen habt, dann guckt mal, vielleicht ist die ja schon in der Playlist unter dem Video.